24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 5. Folge und damit zum 2. Angeltag der Gruppe A. An Tag 1 gelang Top-Favorit Dustin Schöne von Nace quasi alles. 4 Hechte bis zu einer Länge von 1,10 Meter folgten ein 42er Barsch und 2 kleine Zander, womit er einen Punkterekord für den ersten Tag erreichen konnte. Heute wird er versuchen, auch den Gesamtrekord zu knacken, der bei 521,8 Zählern nach 2 Tagen liegt. Fish Explorer-Kandidat Landry Rosens liegt mit 3 Hechten und 2 Barschen in guten Größen auf Platz 2. Sunline-Vertreter Henrik Haag hat einen Hecht, einen Zander und einen Barsch, darunter auch einen richtig großen und ist damit Dritter. Dirk Ostrowski von Hearty Rice und Johannes Höfner von Okuma auf Platz 4 und 5 haben je einen Hecht und einen Barsch auf der Habenseite. Berkeley Pro-Staffer Jelle de Jong hat den bislang größten Zander in der Wertung. Wie angekündigt werden die Zonen heute getauscht. Das bedeutet, dass Dustin, Dirk und Jelle im Südwesten in Zone 1, Henrik, Landry und Johannes im Südosten in Zone 4 fischen. Ja, schön Pommes Currywurst oder hast du da? Boah, nee, danke. Bist du verrückt? Ich bin viel zu nervös. Einzige, ich hab nicht so ein Polster wie du, ich bin nervös. Ich auch. Ja, genau. Klar, deswegen rennst du hier in einer kurzen Hose rum. Das ist nur, weil ich meine lange Hose im Auto vergessen habe. Gut, dass du sagst, ich muss gucken, ob die wirklich da ist. Nachher muss ich da durch die... Besser ist es. Besser ist es. Jawohl. Ja, ja, ich guck mal, ne? Jawohl. Herzlich willkommen zur nächsten Runde bzw. zum nächsten Tag der Vorrunde. Für mich war der Start ziemlich gut, deswegen habe ich die Luxussituation, jetzt Topwater zu angeln. Und das werde ich jetzt die ersten Stunden machen, um vielleicht 10, 20, 30 extra Punkte zu kriegen mit unserem neuen Reaper. Unser neuer Topwater-Lure hat mir hier im Training tatsächlich schon einen 49er gebracht, beziehungsweise uns. Ich habe den gar nicht selbst gefangen. Ein paar Hechte, Barsche. Schöne Grüße auch an Patrick Marable, der kennt den Spot hier sehr gut. Da hat er mich mal hingebracht. Bedingungen sind heute leider total anders als zu dem Zeitpunkt, wo wir gefangen haben. Aber mal gucken, wenn das nicht klappt, gehe ich auf Zander. Mein Ziel ist heute, die 500 Punkte voll zu machen und dann hoffe ich natürlich, in die nächste Runde zu kommen. Aber so ist beim Angeln. Entschieden ist noch nichts, deswegen muss ich trotzdem Gas geben. Wünsche mir Glück und in einer Viertelstunde geht's los. Okay, my strategy is to catch one zander during all the day, but I will try during 1 hour to catch maybe a fish on top water. Because my score is not so good. Okay, I have 5 fish, but the fish is not so big. I will begin with topwater lure. I will try to catch asp, I think, maybe perch. It depends on the activity. And after, it's raining, so it's a finish for me for topwater. And I will try after to catch zander. My strategy will change during the day and during my score. It depends what I take. So let's go.
Ja, ich habe lange gestern noch gegrübelt, was machst du, wie machst du es. Was für mich feststeht, ist, ich brauche mindestens 2 große Hechte. Die werde ich gleich machen. Jetzt ist allerdings das Wetter noch recht gut. Nachher wird es wieder windig und regnerisch. Ist natürlich eher Hechtwetter, deswegen wollte ich jetzt die erste Zeit noch ausnutzen und versuchen, eventuell wirklich aber nur eine Dreiviertelstunde lang eine Viertelstunde auf Zander zu werfen und eine halbe Stunde noch auf den Barsch zu werfen. In der Hoffnung, dass einer von den beiden vielleicht, weil der 28er Barsch ist definitiv auch zu klein, dass einer von den beiden Fischarten einsteigt in einer vernünftigen Größe, akzeptablen Größe, dann kann ich mir nach hinten raus auch einiges ersparen vielleicht. Aber es ist heute eine Wundertüte. Ich versuche mein Bestes natürlich wieder wie immer zu geben. Ob es klappt, werden wir später sehen. Aber jetzt geht's erstmal los. Guten Morgen. Wir sind schon an der Buhne, in wenigen Minuten geht's los. Bin schon gespannt, ich hoffe, dass diesmal die Zander etwas beißwilliger sind. Gestern ging es sehr gut in der Vorbereitung, da hatte ich einen 80er, einen 60er und auch andere Zander, also die Masse stimmte. Hoffentlich kann ich das heute halbwegs reproduzieren und ja, wir werden sehen, in Kürze geht's los. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier echt an so einem kleinen Parkteich oder Parkpolder eher gesagt. Und das heißt erstmal Hechtangeln. Ich will mein Hecht auf jeden Fall verbessern. Da ist noch echt viel Potenzial nach oben. Deswegen fangen wir jetzt heute an, erstmal so ein bisschen auf Hecht zu angeln. Ich sehe da gerade schon so eine kleine Bugwelle von einem Fisch. Deswegen jetzt ein bisschen Hechtangeln hier Vormittag. Und daher geht's auf Barsch, den noch ein bisschen verbessern. Und ja, nicht viel reden. Jetzt muss ich erstmal noch einen dicken Hecht fangen. Ja, man sieht schon im Hintergrund, hier wird gearbeitet und zwar knallen die richtig laut eine neue Spundwand da ins Wasser. Ist ein bisschen ärgerlich, vielleicht hat es gar keinen Effekt, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier, wenn du auf Topwater angelst, so extreme Lautstärken und Gewusel am Wasser nicht optimal sind. Aber hey, mal gucken. Was noch nicht gut ist, dadurch, dass sie hier arbeiten, fällt ganz viel Zeugs ins Wasser. Wir haben hier also ganz viel Dreck und beim Topwaterfischen sammelt man das natürlich oft mit auf. Ich bin, auch wenn ich eine ganz gute Ausgangssituation habe, trotzdem noch sehr nervös. Welcome to my private beach. This is my spot. If you want to sit down and relax, do your thing, make a fire, enjoy the day. Today I have to step up. The first day you saw it all. I had only one fish. So today I have to try to fill the guard. Cross your fingers for me. I can show you some big fishes later on. So, let's go. First cast. Ja, erster Wurf, kein Biss. Schlechtes Zeichen. Beim Training hatte ich direkt einen drauf. Ich fische heute wieder mit der Okuma Helios R in 20 bis 50 Gramm. Mit der fische ich eigentlich auch mit Jigköpfen auf 7 Gramm runter. Das geht durchaus. Also eine sehr feinfühlige Rute. Und darauf fische ich die Okuma ITX in der Größe 2500. Und die brachte mir schon einige gute Fische, hoffentlich ist das heute auch so. Beim ersten Wurf hatte ich einen kurzen Kontakt, aber ob das ein Fisch war oder nur ein Biss oder ein Schnurschwimmer, das war komisch. Ja. Fisch. Ah, der wird wohl zu klein sein. Aber gut, der erste Fisch ist im Kescher. Geht sich bei Weitem nicht aus. Schade. Jetzt ist er weg. Okay, weiter geht's. Der erste Fisch ist gelandet. Der nächste soll massig sein. Johannes hat immerhin schon mal aktive Zander gefunden, während nach Dustin und Landry auch ein dritter Teilnehmer mit dem Gedanken spielt, die Oberflächenköder auszupacken. I think we have to do fish with some surface lures. There are big asps coming on the surface, so I think I have to do a couple of casts. Yeah, I have to. They're hunting now here. Okay, let's do that first.
have a Dex bullet pop, small popper. I'm gonna try it for a little bit because the tide is still good, so, and I need some zenders and perch as well. But they're hunting so nice now, so should give it a try. They're over there. See the fins? They're asps. Oh man. Come on, go for it. Oh, we do some more calls later. Fish on. Ein schöner Hecht. Geil. Den vermessen wir oben. Super cool. Ich habe den Biss, der ist hinterm Schilf raus, hat den Topwater Lure weggesnackt. Ganz schnell messen. Und das sind die 10 extra Punkte. Und somit auch die 500 Punkte. Ja! So. Ein sehr schöner Hecht. Auf Topwater. Der könnte sogar in der Länge sogar ein Upgrade sein. Sieht fast aus wie ein 80er. Der hat den voll weggezogen, deswegen beim Topwater-Angeln auch immer mit Stahlverfach angeln, beziehungsweise Stahlspitze. 77er, wunderschöner Fisch, 77. Bevor ich lange rumlabere, Köder schon raus, den zeige ich euch gleich. Und dann erkläre ich nochmal was zum Köder. Yes! Den lasse ich über den Kescher zurück. Werfen kann ich den nicht. Ups! Und tschüss, mein Freund. Ja, oh, schön weggeschwommen, 500 Punkte erreicht. Ich werde jetzt hier trotzdem noch ein bisschen weiter angeln, weil es auch einfach geil ist. Ich habe gesehen, wie der Hecht rausgesprungen ist, das Ding gegriffen hat. Und danach angle ich weiter auf Zander. Hier ist er. Total weggeschluckt hat er den. Unseren neuen Walk the Dog Pencil Reaper wird er heißen. Ich liebe den jetzt schon. Yes! Dustins Plan geht sofort auf. 10 extra Punkte gibt es für den Top-Water-Fang. Dazu verbessert er einen 72er Hecht um 5 cm. Selbst der größte Pessimist müsste langsam vom Weiterkommen überzeugt sein. Ja, gerade mal gerechnet. 508,7 Punkte jetzt. Damit fühle ich mich tatsächlich jetzt auch relativ sicher. Man weiß zwar nie, aber wenn jetzt noch jemand schafft, weiterzukommen oder das drei Leute schaffen, das zu schlagen, dann haben sie es auch einfach verdient, weiterzukommen. Ich bin happy mit dem, wie es gelaufen ist. Und ich glaube, normalerweise esse ich, trinke ich nichts beim Turnier. Ich glaube, heute ist einer der ersten Tage, wo ich auch mal was esse und trinke. Ich glaube, Tadi freut sich. Der Kameramann wird ja nicht ganz so geknechtet hier durchs Unterholz und hier und da. Ne? Shit. Was habe ich denn da gehakt, Alter? Nur jetzt das Ding nicht abreißen, das ist das Problem. Ja, ich hatte gerade einen Abriss, aber keinen Fischabriss, sondern Steinbeißer. Und ich bin dann halt beim... Ich habe natürlich so eine Art Anschlag gemacht. Und bin dann hier an der schrägen, an der Steinpackung mit der Hauptschnur rangekommen. Da ist also die ganze Hauptschnur ist durch. Muss jetzt gerade fleißig ein neues Vorfach anknoten. Und ich habe auch gleichzeitig die ersten 5-6 Meter Hauptschnur von der geflochtenen abgemacht. Das Problem ist natürlich an diesen geflochtenen Schnüren, dass man Beschädigungen unheimlich schlecht sieht. Ne? Okay, I will change for Zonder, because there is no more activity. We have 10 minute activity on surface. I caught nothing, but now we will fish underwater for Zonder. Let's go.
Noch mal ganz kurz was zur Route, die ich hier fische. Das ist unsere 2 Meter lange Nace One 5 bis 18 Gramm Casting Version. Für mich perfekt, um diese Topwater-Köder zu fischen, weil sie nicht ganz so steif in der Spitze ist. Trotzdem noch genug Rückgrat hat für so ein 80er, knapp 80er Hecht. Habt ihr gerade gesehen, ging relativ schnell im Drill. Mit einer Curado hier, 71 HG. Der MGL finde ich ziemlich geil. Die Kombo ist genau das, was ich brauche. Wichtig natürlich eine Titanspitze, habt ihr gesehen. Der hat den Köder gerade bis zum Schlund weggeschluckt. Das ist eine Stroft Niti Titanspitze, Stroft 36er Fluorocarbon und Stroft als Mainline. Ja, das ist mein Setup. Jetzt habe ich falsch geworfen. Ne? Tackle ist perfekt. Anwender kann man noch ein bisschen verbessern. Aber egal, darf bei dem Punktestand auch mal passieren. Ja, ja, ja. 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 Ah, wieder relativ klein, glaube ich. Also, weiß nicht, ob der maßig ist. Oh, ein Springer. Ich werde den sicherheitshalber mal anlegen am Maßband. Man weiß ja nie. Nein, geht sich bei weitem nicht aus. Sind nur um die 38 herum. Okay, Zander Nummer 2 ist gefangen. Aber langsam dürften sie auch maßig werden. Aber mit der Route spürt man auch den Dock von kleinen Zandern. Kann ich euch nur ans Herz legen. Auch wenn ihr größere fangen wollt. Die spürt man dann auch. Ah! Shit! Mann! I lost the fish. It was a good one. Ay, 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 ay. Two strike, two times lost. I will try with a finesse bait. Maybe the a solution. Bleak pintail, the finesse. We will try. Na, man! Shit! Ah! Das gibt's ja nicht. Small Sonder. I think it's too small. No, it's 30. I lost 2, I catch 1, but size is too small. Let's go underwater. Schon mal die richtige Fischart für Landry, doch er braucht heute unbedingt einen maßigen Zander, zumal die Fische bei den Konkurrenten ebenfalls beißen. Fisch. Flöte. Der ist echt klein. 55. Ja, klein aber fein, 55 Punkte. Ja, den schmeißen wir direkt mal wieder rein. So, schick mal deine Mutti vorbei. Fünfter Wertungsfisch für Henrik, der damit Landry gehörig auf die Pelle rückt und für Platz 2 nur noch einen beliebigen, maßigen Fisch braucht. Mittelgroßer Bladed Jig. Als Trailer habe ich da den Diesel Bruno Shadtail. Ein bisschen kompakterer oder dickerer Gummi. Der macht richtig ordentlich Druck unter Wasser und das ist eine echt gute Kombination. Ich fische auch einen Trailerhook, damit ich noch ein bisschen Fehlattacken sozusagen entgegenwirken kann. Und ja, das scheint jetzt vielleicht ja die Waffe heute zu sein. Entschneidet bin ich schon mal, das ist gut. Jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen an der Größe arbeiten. Und ja, würde sagen, machen direkt weiter. Für das Highlight des Monats gibt es neben dem Kauf auf hechtundbarsch.de
bald eine zusätzliche Lösung. Jetzt schon deine Mailadresse eintragen und alle News erhalten. Das LureDrop-Abo auf luredrop.de, in Kürze verfügbar. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Ich hatte mir ja vorgenommen, also maximal eine Dreiviertelstunde. Jetzt haben wir 40 Minuten knapp rum, 37 oder sowas. Und jetzt beginnt es auch, die Sonne ist weg. Die ist auch gleich ganz weg. Die kommt auch, glaube ich, kaum noch wieder. Und da hinten zieht es sich auch zu am Horizont. Und dann werde ich jetzt gleich zu meinem ursprünglichen Plan zurückkehren und versuchen, ein, zwei Hechte zu fangen. Und da nehme ich mir auch Zeit für, weil ohne die Hechte, weiß ich, habe ich keine Chance. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass das Henry, Glondry, dass sie heute auch noch große Barsche fangen werden, irgendwo an der Maas, wenn das Wetter dann einigermaßen mitspielt heute vor allem. Und wenn die Barsche haben, ich werde heute keine End-60er oder 70er Zander fangen. Und daher muss ich darauf setzen, dass ich irgendwie zwei große Hechte fange. Well, I checked the tides yesterday. I thought we had to start at in the beginning in the river because the low tide is now was on like 7:15. We have to start at 8, so we could get 1 hour after low tide. Most of the time that's the last good bit of the tide then. The high tide is around 11:15, I think. So we just do this for an hour, then we go fishing for some pike, so we can check the high tide later, because in the river it's really important that you get a good tide. So this is already late, so I wasn't expecting a lot, but I hoped for the last bit of the tide, so let's see. Ja, jetzt hier schon lange kein Biss mehr bekommen, was heißt lange, so 10 Minuten, aber hier ist auch was anders als da hinten. Da hinten habe ich immer besser gefangen. Hier sind die Bäume nicht so nah am Wasser, spenden also weniger Schatten erstens. Und zweitens fällt auch weniger Nahrung natürlich von den Bäumen rein. Ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber Angeln ist ja eine Gefühlssache. Und mein Gefühl ist es, dass es da hinten deutlich besser beißt. Ich werde jetzt einmal noch davor gehen, weil da so eine große Brücke ist. Da will ich ein, zwei Würfe machen. Und dann schnell zurück zu den Spots, wo Schatten ist und mehr Nahrung ins Wasser fallen kann. So. Die Hechte, die wir brauchen. Yes! Bam, voll auf Sicht, der kam unten rausgeschossen. Das ist der Fisch, den wir brauchen. Oh, geil, ey. Ah, kommt mir jetzt auf. Das gibt Pike Knuckles Deluxe. Oh, ganz komische Schnauze hat er. Zeige ich gleich nochmal den richtigen Entenschnabel. 78. Jo, 78er Hecht. Richtig geil. Der richtige Entenschnabel, der nach oben geht. Crazy Fish, der wurde bestimmt auch schon mal gefangen. Und schön im Futter auch vor allem. Richtig geil. Kam auf Sicht. OG Kaishin. Den setzen wir jetzt zurück. Der ist echt wichtig gewesen. Richtig wichtig. Plan geht auf bis jetzt. Mega geil. Wir angeln jetzt auf jeden Fall weiter. Ich bin richtig hyped. Oh.
Komm, schwimm zurück. Yes, geil. Der gab echt Punkte. Hat mir auch ordentlich einen mitgegeben. Aber ich sag mal, die Wunden sind's wert. Mega geil. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Henrik kann den Biss auf kurzer Distanz verwerten und sich so als zweiter Angler seine Full Card sichern. Er rückt damit auf Platz 2 vor und kann jetzt mit dem Upgraden beginnen. Und das wird zum Weiterkommen vermutlich auch nötig sein. Denn momentan hat er noch 3 Fische mit unter 60 Punkten in der Wertung. Ja, wir haben gerade mal durchgecheckt. Full Cut ist da. Richtig geil. Mega cool. Mein Ziel ist erreicht. Ich hatte Ziel, war wirklich eine Full Cut zu haben. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, bin ich jetzt schon irgendwie bei knapp 400 Punkten irgendwie. Schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Und ja, richtig, richtig geil. Mega. Der Plan ist jetzt trotzdem noch, hier zu bleiben, weil ich habe jetzt tatsächlich hier noch ein, zwei Stellen, wo auch, ja, auch diese größere Hechte sozusagen kam oder wir gesehen haben, weil ich unbedingt noch den kleinen Hecht sozusagen aus der Wertung raus haben will. Und oder 2, das versuche ich natürlich nachher nur mit den Barschen vielleicht noch ein bisschen zu kompensieren. Aber jetzt erstmal noch mal ein bisschen weiter angeln und vielleicht noch mal einen größeren Hecht zu fangen. Jo, Perch, Perch, Perch. Immer noch da, immer noch da. Ha, 2 kleine Barsche hinterher gewesen. So, ich würde sagen 25 cm, 10 Punkte hätte ich jetzt genommen. Aber das ist ein super Zeichen. Zeigt, dass sie aktiv sind, die Fische. Auch die Barsche. Ist auch viel Angeldruck hier an dem Spot. Sehr viel Angeldruck. Habe ich erstens im Training gesehen und zweitens auch, man sieht Angler leider. Es gibt einige, die lassen viel Müll am Platz liegen. Und hier ist alles voller Angelmüll. Nicht cool, darf man nicht machen. Die Kanalseite hier ist eigentlich meine beliebtere Seite. Hier habe ich mehr Fische gefangen im Training. Und anfangs war das auch gut hier zu fischen, weil es war bedeckt, aber jetzt kommt die Sonne irgendwie raus, zumindest eine Weile, wenn ich das so sehe. Deswegen wechsle ich auf die andere Seite, um im Schatten angeln zu können. Wenn die Sonne dann wieder weg ist, glaube ich, wechsle ich wieder hier rüber, aber das machen wir jetzt erstmal. 2 Topwaterfische wären noch gut, also 20 mehr Punkte. Egal was, muss nicht mal ein Upgrade der Fische sein, nur die Topwaterfische und dann auf Zander. Deswegen Gas geben und weitermachen. Shit, man. I was expecting some fish, but it's not, so yeah, would you leave? We're gonna fish for pike and maybe some perch. And then we will be back on the dams at about 11 to 1 hour before the high tides comes in. And hopefully the fish will be more active than now. Wieder nichts Großes. Vielleicht ein Barsch oder so, aber ich glaube auch nicht. Ah, shit. Oh Mann. Auf den Sudakmino, der dritte kleine Zander. Sicherheitshalber halte ich ihn an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nur um die 35 oder so hat. 38. Hab die Scale natürlich nicht berührt, weil sie nicht nass ist. Stellt sich dann langsam die Frage, ob wir vielleicht den Platz wechseln, weil vielleicht fischen wir da irgendwo im Kindergarten herum. Ah, nein. Schauen wir beim nächsten Fisch, wie groß er ist. Ich probiere noch mal ein bisschen eine aggressive Farbe. Jetzt haben wir hier ein sehr natürliches Dekor gefischt. Ich werde mir hier auf so ein Gold gehen. Mit einer orangenen Silhouette. Wenn dann in der nächsten halben, dreiviertel Stunde nichts geht, gehe ich einfach auf Zander angeln. Ich muss sagen, ich fühle mich echt relativ sicher, dass, ne, ihr wisst besser, wie es gerade läuft. Kann natürlich auch jetzt ein absoluter Trugschluss sein. Und die anderen fangen einen nach dem anderen, weil ein richtiges Indiz dafür, wie die Fische beißen, habe ich heute nicht, weil erstens wird nichts mehr in die Gruppe gepostet und zweitens mache ich ja mit dem Topwaterfischen schon etwas Spezielles. Das heißt, nur weil sie auf Topwater nicht beißen, heißt es das nicht, dass andere Leute jetzt in Poldern mit Spinnerbaits, mit Jigs in Flüssen oder Seen mehr fangen.
Deswegen, vielleicht ist noch alles offen. Oh ja, the big perch, dicker Barsch, richtig dicker Barsch. Oh. Ja! Oh, erster Wurf mit der neuen Farbe. Yes! Oh, es hat sich alles ausgezahlt. Seite wechseln, in den Schatten gehen, Farbe wechseln. Das ist so geil, wenn ein Plan funktioniert. Der hat 45, Jungs und Mädels. Was für ein Fisch. Oh, guckt euch diesen geilen Barsch an. Ist das nicht ein Traumfisch? Der bringt richtig, richtig, richtig Punkte. Wow. Über 0,5 heißt 49 richtig, Tani. 49er Barsch auf Topwater. Kann nicht besser sein. Yes! Oh, Schuss größer. Dankeschön. Das ist doch das Schönste, wenn die dann so abtauchen. Yes! Ja! Ich habe es gerade noch gesagt, ich wechsle mal auf eine aggressivere Farbe und dann hat es direkt geklappt. Was für ein traumhafter Barsch, 49 cm, also jetzt hier im Turnier, ne? Im realen Leben hätte er 48,5 gehabt, aber trotzdem geiler Fisch. Hier unser Gold, sehr, sehr geil, unglaublich geil und der hing ganz knapp. Beim Topwater fischen ja oft so, dass man auch mal Fehlbisse bekommt, wenn man zu früh anhaut. Hier aber, wir haben so Teflon-coated BKK-Hooks. Die sind ultra scharf und ich bin erleichtert. Unfassbar! Das Ding gelingt es nicht nur, weitere 10 Topwater-Punkte zu holen. Er kann zusätzlich auch noch einen 74er Hecht mit 98 Barschpunkten ersetzen. 542,7 Punkte. Wir haben einen neuen YPC-Punkterekord und das realisiert Dustin nun auch selbst. Ja, ich habe jetzt 542,7 Punkte. Damit sollte ich in der nächsten Runde sein. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar der All-Time-Rekord. Was mich natürlich freut, aber nicht mein Anspruch war. Geil, ab jetzt Spaß angeln, also eigentlich schon ab dem Hecht. Einen Topwaterfisch noch fangen und dann den Zander upgraden und dann bin ich sehr happy. We arrived at the perch spot. I'm gonna fish here with twitch bait. I have the Berkeley Stunner. It's really good running twitch bait. So must be some perch around, maybe some pike as well, if we're lucky. But hey, we need to catch one fish first. That will bring me in the mood. Ich bin jetzt hier an meinem Hechtpolder, was ich ja ursprünglich als erstes vorhatte direkt. Man merkt aber, es wird auch windiger. Ja, und jetzt hoffe ich, dass hier gleich irgendwie 1, 2, 3 möglichst Hechte. Also ich werde hier auf jeden Fall eine ordentliche Zeit verbringen. Muss. Und ich hoffe einfach, dass die Hechte gleich irgendwann eine Beißphase haben. Also Hechte sind hier auf jeden Fall genug drin, das weiß ich. Und wir werden sehen. Drückt mir bitte die Daumen. Ich brauche am besten möglichst schnell 2 vernünftige Hechte.
war ja noch nie so richtig ein Polderangler, aber ich muss sagen, dieses Jahr, das macht richtig, richtig Laune. Dieses echt flache Angeln hier, jetzt zum Beispiel dieses klare Wasser, viel auf Sicht fischen, habe ich echt für mich entdeckt. Also ich bin sonst immer nach Holland nur gekommen zum Barschangeln und ich werde jetzt, glaube ich, auch so immer mal eine Hechtroute mitnehmen, weil es echt Laune macht. Dieses super flache, direkte, kurze Distanzen, das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Und wie man auch bei Dustin gesehen hat, so diese kleinen Gewässer, die haben halt auch gute Fische, ne? Also richtig große, jetzt auch so ein 78er an so ganz flachem Wasser, macht halt extremst Laune. Also kann ich echt jedem ans Herz legen, nimmt, wenn ihr nach Holland kommt, auf jeden Fall immer noch mal eine Hechtroute mit und probiert es. Es macht echt wirklich Spaß. Ja, ah, weg. Shit, schade. Hätte mir fast den Gummi gestohlen. Na, der geht noch. Bringt Glück, wenn er ein bisschen Narben hat. Oh, oh, Fisch, Fisch, Fisch. Ja, na, das gibt's ja nicht. So ein Scheiß, Alter. Oh Mann! Das war definitiv ein Barsch. Ah, jetzt ist wirklich schon etwas anstrengend. Das kann's nicht sein. There is no rain. But the wind is more heavy. That he said in the application. So. No, no, the rain starts at 11. Okay, I'm going to the small dam over there. Yes, I got it. Yeah, that's a nice fish. A really good looking bird. I saw it following him, I dropped the bait and it stroked really hard. That's nice. An absolutely nice bird. Well, the perch smashed the crankbait on the stones. But okay, I've got it. Okay, first fish of the day. It's, it touches 42 and a half. 43. Okay. Look at this nice stunning perch. A stunning perch who took the stunner. Nice. Okay, let's release it. Look how nice and clear the water is. Beautiful fish. Bye bye and thank you. Now that's a warrior. The first fish is in of the day. Let's go get another one. Der nächste Traumbarsch. Diesmal schlägt der Lokalmatador zu. Jelle holt sich die zweite Fischart. 86 Punkte zieht an Johannes und Dirk vorbei und ist jetzt Vierter. Dustin hat immer noch nicht genug. Einen riesen Follower gehabt. Wieder so Barschklasse. Wow, Alter. Wenn ich jetzt nicht so safe mit der Punktzahl wäre, würde ich mich ärgern. Aber so ist es einfach nur geil zu sehen, wie das ist halt das Coole an Topwater-Angeln. Man sieht die Bisse, man sieht, wie die Fische kommen, man sieht sie den Köder verfolgen. Das gibt noch mal mehr Adrenalin als jetzt nur Jiggen, wo dann plötzlich der Einschlag kommt. Ist auch geil. Aber das hier hat auch seinen ganz eigenen Reiz. Super geil. Ja, ich wechsle jetzt einmal den Spinnerbait. Hatte jetzt gerade einen anderen dran. Jetzt kommt mal ein Nace dran. Das ist jetzt, glaube ich, der Maze Runner mit 14 Gramm und einem kleinen Trailer, weil die großen Trailer möchte ich jetzt gerade noch nicht fischen, weil ich Angst habe, dass wenn ich einen Biss kriege, dass es ein Fehlbiss wird. Deswegen lasse ich es erstmal mit dem kleinen. So, wir gehen rüber.
Ja, das Coole ist hier, wir haben hier zwei kleine Poldersysteme, super dicht beieinander. Wir müssen einmal sozusagen über die Straße gehen. Da kommt dann der nächste. Und ja, deswegen, wir gehen jetzt einmal rüber und sehen uns dann gleich am nächsten Polder nochmal. Fisch? Ja, ist tatsächlich Fisch. Könnte ein Barsch sein. Aber der ist massig, komm schon, komm, komm rein jetzt. Ja, endlich, endlich ein massiger Fisch im Kescher. Ich dachte schon, es geht wieder schief, weil das Keschern ist so, naja, keine Ahnung, was da los ist heute oder auch vorgestern, aber er ist tatsächlich im Kescher und oh, ich habe ganz weiche Knie, ganz ehrlich. Er ist sicher kein entscheidender Fisch, aber oh, endlich ein massiger Fisch. Der Köder war der Boomshed, eine sehr natürliche Farbe, wenn man sich das drüber Wasser ansieht. 50 wäre schon super, wenn er erreicht. Ja, das hat er, sehr gut. Das sind 53. Das ist der schöne Zander. Endlich ein massiger Fisch und wie gesagt, endlich auch gelandet. Zurück mit ihm. Oh, okay. Und da geht er schon. Puh, ich bin wirklich sehr glücklich. Es hat funktioniert hier im flacheren Bereich, wo die Strömung drauf drückt. Ich war am Anfang etwas überrascht, weil ja, er hing auf einmal dran. Aber mir ist egal, wie er beißt, Hauptsache er beißt. Und der nächste darf auch gern irgendwie beißen. Endlich ein maßiger Fisch. Johannes klettert vom letzten auf den vierten Platz. Er ist sichtlich erleichtert. Und plötzlich ist seine Ausgangslage ziemlich günstig, denn mit der dritten abgehackten Spezies kann er seine Full Card nun füllen, ohne auf die Fischart achten zu müssen. Jelle, der durch Johannes Fang einen Platz nach hinten gerutscht ist, wechselt den Köder. Okay, before I leave, I want to do a couple of casts with a chatterbait. There are so many nice weeds on the sides. And I cannot do that with a twitch bait, otherwise it gets in the weed. But the cheddar bait, you can fish it through the weeds. So I'll do just a couple of casts left, a couple of casts right, and then check if there are some fish around that wants a cheddar bait. I got two boxes with me, one for the crankbaits. So this one is full of crankbaits and topwater lures. And then I've got another one. It's on the other side. And in this box I save my metal things, so I've got pulse spin tails, I got power blades, I got some spinner baits, and I have some cheddar baits. But now I will fish cheddar baits. The water is sparkling clear, so I grab a brown one. It's the Berkeley Dex cheddar bait. And as soon as it hits the plants, I feel it and I just give it a little twitch and the plants go off. It's because of the cheddar blade on front. It moves all the plants. And a lot of time, the bites will come as soon as you twitch off the plants. Ja, Follower. Hatte ich einen Follower, aber ein kleiner Fisch. Hat nur die Kurzwiehe gesehen, wie er immer geschnappt hat. Nie am Köder gewesen. Aber zumindest mal wieder ein bisschen Action. Ist ganz geil. Fisch. Oh! Ah,
ein Hecht. Ja, aber der sollte auch maßig sein. Also, wieder ein Riesenhecht, aber ein Wertungsfisch, vermutlich. Auf denselben Köder wie vor den Zander, den Boomshed. Also. Ja, 55 würde ich sagen. Fisch Nummer 2 oder Fisch Nummer 5, aber der zweite Wertungsfisch. Zurück mit dem Kollegen. Zurück mit dir. Er war nicht groß, aber groß genug, dass er dir das Flugcarbon durchschneidet mit seinen Zähnen. Dann fische ich lieber mit Stahl eben, wie ich es eh mache. Ein paar Punkte sind es ja auch. Sehr gut. Zander, perfekt. Perfekt, perfekt und maßig. Yes! Yes, eingesackt. Puh, jetzt geht's aber los hier. So, noch blutig vom Hecht und der Köder ist draußen, ja? So. Maul ist dran. Und das sind meiner Meinung nach 50 geradeaus. Nächster Fisch, wie gesagt, auch das auf dem Fisch ist auch mein Blut. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Jetzt kommt er zurück, der Kollege. Danke dir. Ui. Jetzt aber. So, einen noch, dann habe ich glaube ich die Full Card. Das war mein Mindestziel. Dann heißt es noch, die Größen ein bisschen aufbessern. Aber jetzt geht's weiter. Das sind richtig wichtige Punkte. Ob es reicht letztendlich, weiß ich nicht. Dafür brauche ich jetzt noch den letzten Fisch für die Full Card. Also dann weiß ich auch nicht, ob es sicher reicht, aber. Wie gesagt, dann habe ich mein Mindestziel und das war die Full Card. Und nach dem ersten Tag, der wirklich nicht so lief, wie ich wollte, tut das richtig gut. Vor allem nachdem der Start zwar fischig war mit den ganzen Kleinen, aber wie gesagt, die waren eben zu klein. Und jetzt drei Fische hintereinander, die in die Wertung fallen und das ist sehr erleichternd. Und da war schon der nächste Fisch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, schauen wir mal, ob mir die Bucht hier noch was gibt. Ja, ja, passt, 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 passt. Ja, boah! Komm rein da, jawohl! Scheiße, ja! Wilde Szenen, die sich hier abspielen. Puh. Geil, Mann. Ah. So, wieder gleiche Köder, wieder gleiche Route, die Helios R, der Boomshed wieder und hier ein Barsch. Hoffentlich ist der maßig, aber ich denke schon, dass der 22 cm hat. Ja, hat er. Ich lege ihn hier hin, da ist es gerader. Und er hat 30. Vorne ist mal zu, 30. Das ist der Kollege. Kein Riese, aber wirklich ein wichtiger Fisch, weil das ist die Full Card. Yes! Geil, Mann! Zurück mit dir, Kollege. Und bring mir noch einmal die Mama oder so, die ich vorgestern verloren habe. Yes! So schnell kann es gehen. Aktive Fische hatte er schon zu Beginn des Angeltages gefunden, doch nun fängt er auch maßige, und zwar alle nötigen Arten. Innerhalb kürzester Zeit holt sich Johannes zwei Zander, einen Barsch und einen Hecht und erreicht mit seinen zwei Fischen vom Vortag als dritter Angler die Full Card. Vor einer Stunde war er noch Sechster, nun beendet er die dritte Sendung auf einem Qualifikationsrang. Doch noch ist alles offen.
Landry, fehlt nur ein Zander zur Full Card. Jelle hat schon zwei gute Fische auf dem Board und noch eine Menge Zeit. Und auch Dirk ist noch alles zuzutrauen. Johannes hat ja eben vorgemacht, wie schnell man aus zwei Fischen sechs machen kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tut. Wir bedanken uns fürs Zusehen und freuen uns über Likes, Kommentare und Support-Einkäufe und wünschen uns natürlich, dass ihr alle am Sonntag um 18 Uhr wieder hier seid, um das große Finale der Gruppe A zu sehen. Ciao!